Schon wieder falscher Spielstand. Jo, wieder falscher Spielstand geladen. Na, erstmal hallo und willkommen zur neuen Folge von Xatern Conflict, und ich habe wieder Probleme mit den Spielständen, weil ich zu blöd bin, das Richtige zu laden. Egal. Soll uns nicht weiter kümmern. Verbindung zum örtlichen Wir waren Handelsnetzwerk dabei. hergestellt. Dieser Piraten-Nova zu folgen zu ihrer Station, wo sie andockt. Denn wir sollten einen Xenon-Überfall beobachten und dem Nicht-Xenon-Schiff folgen. Der Piraten-Nova ist ein Nicht-Xenon-Schiff. Sollen wir unauffällig folgen? Eine XL. Demeter. Verfolgen wir die mal weiter. Erreiche System, grüne Schuppe. Und da ist Pirat sie. Nova, Aufklärer. Ich weiß halt nur nicht, welches System die springt. Ich glaube, gibt es hier eine Piratenstation? Hier? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Da ist noch eine Harrier. Schauen, wo uns dann die Nova letztendlich hinbringen wird. Kapur, PTNI Hauptquartier. Sinta, bleib an. System, PTNI Hauptquartier. Ach, doch, da hinten. So, jetzt können wir wieder normal fliegen. NMMC, Militär, 9 Töter. Eins frage ich mich eigentlich. Die meisten Schiffe haben irgendwelche Namen von irgendwelchen Tieren, sag ich mal. Kondor, Adler. Aber was ist bitte schön um einen neuen Töter? Gibt's das überhaupt? Pirat, Nova, Aufklärer. Pirat. Das ist nicht ein Xenon-Lecker da vorne. Ich weiß gar nicht, was da liegt. Ein paar Piraten. Wir ignorieren einfach mal die Piraten da links. Kapur, unbekannter Sektor. Unbekannter Sektor, gut. Dann schauen wir mal, wo uns die Nova hinführt. Hm.
glaube mich zu erinnern. System, unbekannter Sektor. Dass dann hier eine Piratenstation ist, wie die da hinten. Und wir die Piratenstation scannen müssen. Nur bei dem, wo ich es damals probiert habe, hatte ich da glaube ich eine HP. Nachricht. Mit einer HP kann man auch nicht gut gegen kleine Piratenverbände kämpfen. So, unser Pacebird. Der will noch so einen Erst loswerden. Diese Waffenschmiede. Dieser Waffenproduktion. In diesem Produktion. Sonnen. So gut wäre mich aber auch nicht los. Ich würde sagen, den Impulsstrahlen mit der Schmiede Beta. Dann haben wir es zumindest los. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Ärzte und Silizien sind immer so totale Problemfälle, was Ressourcen angeht. Eigentlich würdest du mit denen gut Geld verdienen können. Betonung liegt hier wirklich auf eigentlich. Naja. Blöde Piratenstation. Pirat, Nova, Aufklärer. Ja, das war's. Abgedockt und gesprungen. Scanner. Ziel. Piratenbasis Xenon M. Okay. Kark, Cluster. Der gehört zum Glück nicht dazu. So, jetzt können wir mal unseren Schirm wieder sagen, Feuer frei. Kommando akzeptiert. Piratenbasis. Pirat Nova, Aufklärer. Ich glaube, ich werde mich erstmal um die Großen kümmern. Dafür muss ich erstmal von einem Piraten wegkommen. Rehabilitationseinrichtung M Alpha. Weil ich kann nicht auf die feuern, während die. So, Pirat in den Winkel Nova zur Piratenbasis gehen. Geht schlecht. Stirb. Weißt du mir, wie egal mir deine Gnade ist, löst du. Keine Ehre. Xenon M. Das ist das, was man gegen ein größeres Schiff machen kann. Direkt draufliegen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Du, Kommando akzeptiert. Wie lange müssen wir denn hin? So, das ist nahe genug. Rede mit dem Herrn in Kartoffelverkauf. Das machen wir natürlich. Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Nicht genügend Energie vorhanden. Das ist natürlich jetzt wieder doof. Da gibt es in Janus Unterschlupf, gibt es zumindest ein Sonnenkraftwerk. Gucken wir erstmal dahin und holen uns Löhe Energie. Sprungantrieb wird geladen. 10%. So, jetzt haben wir die Piratenbasis gescannt und gesehen, dass da eine Piratenbasis ist. Sehr gut gemacht. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Der Bastard Aufklärer.
Und ne. Ja, die Xenon-Els von vorhin. Daran kaufen wir jetzt noch schnell Energiezellen. Andockvorgang in Verbindung zum örtlichen Handelsnetz. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Ach, ich speichere Universum das jetzt einfach auf verwendet 1. werden. Ist jetzt eh egal. Ist eh egal. Speichern ist nur, während Will man ich an auch einer nicht. Station angedockt ist oder Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ich will nämlich den Sprungantrieb verwenden und nicht speichern. System, Ketzers Untergang. Orbitale Verteidigungsstation. So, dann werden wir mal den Herrn, wie der auch immer heißt, ansprechen. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikations-. Wie kann ich Ihnen helfen? Was halten Sie davon, Ihre erste Patrouille anzuführen, Pilot? Bergmann und Utashi werden sich Ihnen anschließen. Ihnen werden auch 3 unbemannte Drohnen zugewiesen, die Sie fernsteuern können. Personal ist hier nämlich knapp. Die Drohnen befinden sich jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Da sagt man Folgendes. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Denn die Rapier-Drohnen sind zwar ganz nett gemeint, ja. Die können aber können ja auch was, so ist es nicht. Aber bitte, das sind M5 und die werden so schnell zerschossen, das lohnt sich gar nicht. Die in den Kampf zu schicken. Aber die Rabi an sich sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt im Vergleich so zu den meisten Terranern-Schiffen, die mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Orbitale Verteidigungsstation. Rapier. Du auch noch. Kein Ziel. Orbitale Verteidigungsstation. So, zu dem sollen wir hin. Terraner, Sabre. Fliege zu Terraner, Sabre. Problem ist nun, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Jetzt weiß ich, glaube ich, es ist. Was muss ich machen? Ich glaube, ich eine Patrouille so in Richtung Omikron Lyra und nach da lang. Deswegen werde ich die Folge jetzt ein bisschen vorzeitig beenden. Orbitale Verteidigungsstation. Das ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So, abbremsen, Massenträgheit ist mein größter Feind. Und wir speichern. Andockvorgang erfolgt. Zack, speichern. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, das war's dann auch wieder mit der Folge. Sag ich mal wieder, Lifemaker over and out.